Wie wäre es mit einer kurzen Auszeit mitten im Wald? Dann macht Urlaub dort, wo die Ab-ins-Bett-Geschichten entstehen, mitten in Deutschland. Alle Infos dazu, egal ob für den Jahresurlaub oder für ein paar Tage über ein verlängertes Wochenende, jetzt auf urlaub.abinsbett.net. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 654. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam in den Freitagabend starten. Heute geht Anton auf eine etwas andere Reise, aber vorher lade ich euch ein zum Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Freitagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 654. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 10. Juni. Anton und die unendliche Zugfahrt. Anton ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Freitag. Es kann sogar der heutige Freitag sein, als Anton mit seinen Eltern unterwegs ist. Wie so oft am Freitag fahren sie nach der Schule direkt ins Wochenendhaus. Anton wohnt in einer großen Stadt, in einem großen Haus, fast schon ein Hochhaus. Oben im 8. Stock lebt er mit Mama und Papa in einer Wohnung. Dort hat er eigentlich alles, was er braucht. Er hat ein eigenes Zimmer, es gibt eine Küche, sogar ein eigenes Arbeitszimmer für Mama und Papa, denn in letzter Zeit arbeiten sie sehr viel von zu Hause. Im Arbeitszimmer von Mama und Papa hat Anton sogar eine Spielzeugeisenbahn aufgebaut. In seinem Zimmer ist dafür nicht genügend Platz. Einen Balkon haben sie auch in dieser Wohnung. Was sie aber nicht haben, ist einen Garten. Und Ruhe, denn in so einem Haus mit so vielen Menschen ist immer ganz schön was los. Daher fahren sie am Wochenende gerne in ein kleines Ferienhaus, ihr Wochenendhaus. Mit dem Auto sind sie nicht mal eine Stunde unterwegs. Dort ist es ganz anders als in dem großen Hochhaus. Dort im Wochenendhaus ist es ganz anders als im Hochhaus. Dort sind viel weniger Menschen. Natürlich gibt es dort auch Nachbarn, die sind aber weit weg und niemand trampelt über einen auf den Köpfen rum. Und niemals sagt Mama oder Papa, dass Anton nicht so laut stampfen soll, damit man den Leuten unter einen nicht über den Köpfen herumtrampelt. Das Leben in einem Hochhaus ist komplizierter. Das Leben im Wochenendhaus ist für Anton auch richtig schön, weil es viel einfacher ist. Man kann laut sein, man kann Krach machen, man hat aber auch etwas weniger Platz. Hier gibt es zum Beispiel kein Arbeitszimmer für Mama und Papa. Hier arbeiten Mama und Papa auch nicht, denn meistens sind sie im Garten. Anton hat aber im Wochenendhaus auch eine Spielzeugeisenbahn. Nicht ganz so groß wie die zu Hause im Arbeitszimmer von Mama und Papa, aber auch ganz schön groß und groß genug, um damit zu spielen. Eisenbahnen und Züge, die findet Anton sowieso am allerbesten. Auf der Fahrt zum Wochenendhaus gibt es auch einiges zu sehen, denn die Autofahrt führt direkt an der Bahnstrecke entlang. Dort, wo Güterzüge, aber auch Personenzüge fahren. Anton schaut ganz aufmerksam aus dem Fenster und als die Straße über die Gleise geht, geht zunächst die Schranke runter und das Auto mit Mama, Papa und Anton hält an. So eine Schranke, die signalisiert, dass man nicht weiterfahren darf, denn gleich kommt wahrscheinlich ein Zug. Anton freut sich schon, vielleicht ist es ja ein ICE, die mag er am allermeisten. Oder vielleicht ein Güterzug. Dann interessiert Anton, was der Güterzug geladen hat. LKWs und mit Containern vielleicht, damit die nicht die Autobahnen vollstopfen. Oder riesengroße Baumstämme. Oder andere Dinge. Manchmal weiß man ja gar nicht, was in so einem Zug transportiert wird. Anton, gehen so viele Dinge durch den Kopf. Für einen kleinen Augenblick schließt er die Augen. Und er schläft ein. Tief und fest. Doch die Züge und die Bahnen, die lassen Anton nicht in Ruhe. Auch in Gedanken und im Traum geht die Bahnfahrt für ihn jetzt erst richtig los. Denn in seinen Träumen sitzt Anton nicht mehr im Auto auf der Rücksitzbank und fährt ins Wochenendhaus.
Er hat die Seiten gewechselt. Er sitzt drüben auf der Schiene und zwar als Zugführer im ICE. Er steuert den ganzen Zug gekonnt und trägt die Verantwortung für die ganzen Passagiere, die mitreisen. Nun wird der ICE langsamer. Anton bremst den ICE, der nun etwas langsamer wird, denn der ICE rollt auf einem Bahnhof zu und vor dem Bahnhof kommt ein Bahnübergang. Die Schranken sind zum Glück runtergelassen. Und nun passiert etwas total Seltsames. Anton fährt mit dem ICE über den Bahnübergang und er sieht das Auto von Mama und Papa stehen. Sie stehen tatsächlich vor der Schranke und warten, bis der ICE vorbei ist. Der rollt ganz langsam in den Bahnhof ein, damit gleich die nächsten Passagiere ein- und aussteigen können. Und dann setzt der Zug die Fahrt fort, mit Anton als Lokführer. Die Fahrt endet erst, als Mama und Papa Anton wecken. Aufstehen. Wir sind in unserem zweiten Zuhause, sagt Papa mit ganz sanfter Stimme. Anton reibt sich die Augen und er sagt ganz leise: Wir danken für die Fahrt mit diesem ICE. Papa trägt Anton nun ins Wochenendhaus und er legt ihn in sein Bett. Dann kann er nämlich einfach weiter träumen und weiter mit dem ICE auf den Gleisen umherfahren, so wie es ihm Spaß macht, die ganze Nacht entlang. Anton weiß genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen, du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt es aber ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht.